Yo Leute, herzlich willkommen zurück zu Ghost of Tsushima. Okay, wir werden jetzt mal mit einem gewissen Takeshi reden. Der Name erinnert uns ja an eine gewisse Sendung, nicht wahr? Ich weiß nicht, ob sie aktuell überhaupt noch im Fernsehen ausgestrahlt wird. Also neue Folgen werden wahrscheinlich sowieso nicht mehr produziert, dessen bin ich mir sicher. Vielleicht noch so irgendwelche Kopien von der Sendung, aber die Wir teilen Originalsendung. gern unser Lagerfeuer, mein Herr. Originalsendung, ich weiß nicht. Ich glaube nicht, dass die noch ausgesendet wird. Oder dass da neue Folgen produziert werden, besser gesagt. Ausgestrahlt wird sie definitiv bestimmt noch. Seid ihr Takeshi? Ihr kennt meinen Namen? Ich bin Jin Sakai. Yuna schickt mich. Sie lebt? Wo ist sie? Mongolen versperren den Pass nach Omi. Ich kann den Weg nicht alleine räumen. Yuna sagte, ihr könnt helfen. Klingt gefährlich. Ich dachte, ihr seid ein Meisterjäger. Der beste Bogenschütze der Präfektur. Hat Yuna das erzählt? Sie glaubt, ihr seid bereit zum Kämpfen. Liegt sie falsch? Was mich angeht? Nein. Doch meine Leute riskieren ihr Leben nicht grundlos. Es wird ein kalter Winter. Warum im Gebirge Eichhörnchen jagen, statt in einer warmen Festung zu leben? Können wir bis zum Frühling bleiben? Dann gern. Abgemacht. Das wird keine Wildschweinjagd. Kommt hier rüber, dann versteht ihr. Okay. Wir werden also tatsächlich eine Festung für den Takeshi erobern. Alles klar. Mongolenschützen bewachen das Tor. Streifen reiten täglich ein und aus. Wenn wir von dieser Seite reinkommen, greifen Yuna und der Rest meiner Freunde von Süden an. Yuna wird dort sein? Gut. Das Fort wurde auf den Klippen gebaut. So können wir hineinkommen. Holzfällerlager. Lieferte Nutzholz ans Fort. Hab hier keinen mehr gesehen, seit die Mongolen aufgetaucht sind. Wie gut könnt ihr klettern? Besser als die meisten. Wölfe vor den Toren. Let's go. Reise nach Fort Kamino Dake. Okay. Hierher! Ist noch ein gutes Stück entfernt, das Fort. So. Ah. Ich meine, ja, eine Festung und wir erobern sie für Takeshi, anstatt sie Takeshis Händen zu entreißen. Klar, wäre auch ein bisschen merkwürdig, wenn es so rum wäre. Aber naja, wer weiß, es könnte noch eine krassere Anspielung auf Takeshis Castle hier geben. Auch wenn mir das hier jetzt an sich theoretisch schon reichen würde. Auch wenn es theoretisch vielleicht keine Anspielung darauf sein soll. Ist mir egal. Ich zähle es erstmal dazu. Kann auch meinetwegen ein glücklicher Zufall sein. Mir wurscht. So. Nein, das war zu hoch! Verdammt! Tut mir leid, nicht Nobu. Okay, vielleicht ist die ganze Zeit nicht so Nobu zu nennen, ist auch gemein. Vielleicht sollte ich ihm einen der Namen geben, gegen die ich mich am Anfang des Spiels entschieden habe. Sora war doch einer der Namen, oder? Das hier, Pferd hier hat braunes Fell. Sora hat braune Haare. Passt. Dann heißt das Pferd jetzt Sora. Auch wenn Jin es wahrscheinlich nie benennen wird. Ist mir jetzt auch egal. Er will kämpfen. Okay. Selbst der Hund hält sich an den Kodex. Und greift nicht ein. Oh, die Hunde. Sehr schön. Und zack, noch. So.
So. Oh, oh, oh. Shit. Oh, das war knapp. So, meine 3 Punkte wollen auch ausgegeben werden. Ich wollte schon sagen. Was Neues hier? Wichtige Gegenstände. Ah, Teil einer Mongolenrüstung. Stimmt. So, jetzt können wir weiter Punkte ausgeben. Einmal, zweimal. Und ist sonst noch irgendwo etwas übrig, was wir mit einem Punkt erwerben können? Tatsächlich. Hier. Ein zusätzliches Kunai werfen. Warum nicht? Danach können wir ja den Wind quasi upgraden. Auch wenn es per se nicht mehr so notwendig sein sollte. Theoretisch. Kommt drauf an, wie viel wir im zweiten Gebiet übersehen haben. Ich habe schon mal nachgeguckt, Leute. Guckt euch das an. In Toyotoma haben wir 16 von 17 Orten befreit. Ein einziger hätte uns noch gefehlt. Ein einziger, dann hätten wir die komplette Map aufgedeckt und hätten noch verbliebene Orte erobern können. Oder aufsuchen können. Ah, schon leicht ärgerlich. Trifft der Keshis Jäger im Holzfällerlager. Na, wo sind sie? Hoi, nettes Versteck. Die Blätter flogen, das dauerte Stunden. Wenn wir hier noch lange sitzen, sehen die Mongolen uns mit Sicherheit. Weg von der Kante. Ich bin gleich bei euch. Ah, da oben. Sicher doch. Klettere über die Klippe ins Fort Camino Darke. Hier rüber? Wo genau ist der die erste Kante, an der ich mich festhalten kann? Hey, Jesus Christus! Dass ich noch nicht mal einen Pfeil als Warnung gekriegt habe. So, der Gegner entdeckt dich gleich. Du solltest in Deckung gehen, du dummer Idiot. Nope. Auf mich wird direkt das Feuer eröffnet. Ganz nett. Naja, aber seit wann sind die Mongolen für ihre Gastfreundlichkeit bekannt, wa? Ihre Gastfreundschaft. Jetzt mal ganz ehrlich, sehe ich die Kante einfach nicht? Das darf doch nicht wahr sein. Oh, okay, jetzt verstehe ich. Habt ihr das gesehen? Yuna hat ein paar interessante Freunde. Planen wir den Angriff. Von hier drüben kann man hineinsehen. Ich hätte nicht gedacht, dass der Dialog so schnell unterbrochen wird. Wenn er schon so kurz ist, also wenn die Kletterpassage schon so kurz ist, hätte ich nicht gedacht, dass das unterbrochen werden kann. Na? Schützen an diesem Punkt haben gute Sicht auf den Innenhof. Und jede Menge Ziele. Die meisten Männer sollen dorthin. Wir gehen auf dieses Dach, greifen von oben an. Ihr klingt wie Yuna. Sie war eine gute Lehrerin. Oh ja, das war sie. Ihr da kommt mit. Alle anderen ab zum Grat. Tötet jeden Feind, der mich sieht. Verstanden. Viel Glück. Okay, besiege die Mongolen. Au. Also soll ich tatsächlich alle töten? Oi, oi, oi. Die machen keine Gefangenen. Sehr gut. Wir geben euch Deckung. Dankeschön. Ah, der Bär dort könnte doch nützlich sein. Habe ich das Tor zerstört? Ich bin mir nicht sicher. Nee, ich glaube, ich erwische es noch nicht einmal. Der Pfeil geht da gar nicht hin. Ganz toll. Oioioi, das ist zu gut. Nice. Nächster Schildträger.
Weg. So. Alter. Muss ich ihn zweimal niederstechen? Krasser Typ. Na? Formiere dich neu mit den Jägern. Ach, das waren schon alle hier. Nice. So. Damit wäre schon mal ein Teil erledigt. Aber es folgen wahrscheinlich noch einige andere. Tja, irgendwo eine Schwachstelle, bei der ich mich durchzwängen kann. Ein Kletterpfad. Irgendwas. Das sieht doch gut aus, oder? Denke ich. Oh. Wahrscheinlich muss ich erstmal mit jemandem interagieren. Was für Tiere machen sowas? Bullische. Die Holzfäller müssen Widerstand geleistet haben. Uff. Bringen wir jeden Mistkerl hier im Fort um. Noch eine Patrouille. Wir schlagen zu, wenn sie durchkommen. Versteckt euch. Ihr habt ihn gehört. Los. Feuer frei auf mein Signal. Ah. Lasst sie näher kommen. Jetzt! Tötet sie alle! Ach. Ich weiß, Leute, die Pferde. Aber ich konnte diese Gelegenheit leider nicht verstreichen lassen. Ich habe gehört, Chris Chimura hat eine Armee mit Samurai des Shogun. Warum führt ihr sie nicht an? Lüge, naja, Chris Chimura bekämpft die Mongolen auf seine Weise. Ich auf meine. Ihr seid alleine. Dieses Fort gehört euch nicht. Der Jito ist in seiner Burg. Vor dem Frühjahr braucht er dieses Fort nicht. Wir sind weg, bevor er auftaucht. Hm. Wir sollten es uns mit unseren neuen Verbündeten lieber nicht verscherzen. Ich sag denen lieber, wie es ausschaut. Ich nenne das Pferd beim Namen. Ich weiß ja selbst, dass ich jetzt nicht mehr über Land bestimmen kann und sagen kann, ja, ihr könnt hier bleiben oder nicht. Das ist klar. Aber naja. Hier rüber. Oh shit! Sie war das? Wir müssen darüber. Sehen wir uns die Brücke an. Heiliger! Was macht sie denn da? Sie muss ja tonnenweise Sprengstoff angesammelt haben. Begutachte den Burgfried. Boah, was eine Explosion. Was ein Vibesbild. Ach, das darf nicht wahr sein. Die Mongolen haben die meisten Leute dort drüben. Das ist unsere Chance. Bei einem Sturmangriff über die Brücke müssen wir uns schnell um diese Huacha kümmern. Könntet ihr euch mit eurem Haken unter die Brücke schleichen und ihre Huacha übernehmen? Das wird spaßig. Das wird sehr spaßig. Ich könnte mich an den Baum hinüberschwingen. Auf dieser Seite kommt man die Klippe hoch. Wenn sie euch sehen, können wir auf sie schießen. Ob Sturmangriff oder Schleichen. Es wird riskant. Wir werden euch folgen, Fürst Sakai. Haltet eure Leute bereit. Ich sage, schleichen! Das war mir jetzt ein bisschen zu gefährlich. Und zack. Nice. Nein! Gott! Warum habe ich das? Oh Gott! Ich hätte nicht gedacht, dass ich mit noch einmal R2 drücken das Ding noch einmal... Oh... Da hat es Jin tatsächlich geschafft, den Hakenpunkt noch einmal zu erwischen, indem er blind nach hinten geworfen hat. Das muss man sich jetzt mal vorstellen. Spielerisch macht das mal Sinn, aber holy shit, was hat der Jin jetzt gerade für einen krassen Move gemacht? Muss man ihm lassen, ne? Dem Geist von Tsushima. Servus.
Ich hab gehört, ihr habt eine Kurze. Hast du eine Huacha? Na toll. So nah, wenn die so nah sind, nützt mir die Huacha einen Scheiß. Oh, hallo. Aber in dem Falle, ja komm, komm. Ha, ihr Idioten. Oh Mann. Dass die mich nicht angreifen können, wenn ich an dem Ding bin. Das war jetzt schon ulkig. Nein? Hey! Das darf nicht wahr sein. Feuer! Ey! Das darf nicht wahr sein. Nein, nein, nein! Welche miese Socke! Kommen da noch welche? Nein. Bam! Wir müssen meinen Freunden am Tor helfen! Okay. Yarikawa! Yarikawa! Da sind sie. Sie haben Freunde aus Yarikawa. Jetzt verstehe ich. Ihr seid der Geist. Aber ihr solltet 3 Meter hoch sein. Kämpft weiter! Tja, 3 Meter? Was wird alles über mich erzählt, bitteschön? Welche Legendenrang. Welche Legenden ränkeln sich jetzt schon um mich? Kommt nicht zu nah, sonst sehen sie mich. Seid vorsichtig, Kenji. Ich versuche es. Ihr hättet warten sollen, bis wir das Tor öffnen. Alter! Wie viele Mongolen sind übrig? Nur die wenigen hier. Dann beenden wir es. Wie geil, alle sind hier. Fürstin Masako ist auch der Sensei hier. Gerade rechtzeitig. Norio, Alter. Für den Geist! Der Geist! Sensei, wo seid ihr? Wo ist mein Sensei? Da, bei den Bogenschützen, da ist er! Da ist er! Das Fort gehört uns, mein Herr. Geil, alle sind da. Geht es allen gut? Ausgezeichnet. Im Großen und Ganzen. Schön, euch zu sehen. Ist es hier oben überall so kalt? Man gewöhnt sich dran. Nehmt die nötigen Vorräte und bereitet den Ritt nach Yogaku vor. Also, du und Takeshi. In einem früheren Leben. Er und seine Leute sind mehr als Jäger, nicht wahr? Das hängt vom Blickwinkel ab. Ich sagte, sie können bleiben und den Pass für uns halten. Aber wehe, Banditen machen den Unschuldigen Ärger, die vor den Mongolen fliehen. Er weiß, was ich ihm antue, wenn er das wagt. Ich glaube, er wäre froh, dich wiederzusehen. Er hat mich gesehen. Wir können gehen. Bringen wir alle nach Yogaku. Dort planen wir unseren letzten Angriff. Wird Zeit, dass der Khan stirbt. Nice. Ich wollte gerade sagen, jetzt wird nicht noch eine neue Love Interest für die Yuna hineingeführt. Nächster. Ich bekomme die Trophäe, die Verbannte Allianz. Wow. Ein geiler Name, muss ich sagen. Begib dich zu deinen Verbündeten, erledigt. Wölfe vor den Toren, erledigt. Ist ja gut. Das Pferd ist aber ganz schön ungestüm. Menschenskinder. Als ob es mir sagen will, jetzt lieb mich endlich. Fang an, mich zu lieben. Liebe mich. Oh Mann. So, 4 Geschichten aktualisiert. Och, ist ja gut. Ein Sturm zieht auf. Okay, sonst noch was. Vorübergehende Freundschaft. Die betrogene Schwester. Die Wächter Tsushimas. Bei Norio und Ishikawa sind wir bei den vorletzten Missionen. Bei der Fürstin Masako schon bei der allerletzten. Puh. Jetzt bin ich... Oh, Momentchen mal. Ja, es ist alles wieder zu bereisen. Wir können wieder überall hin, Leute. Gibt's ja nicht. Das
Ja, ist jetzt natürlich sehr, sehr praktisch. Was ist denn hier so golden? Ach, der Fallensteller leuchtet so golden. Was haben wir hier? Omi-Kloster. Schnellreise aktuell deaktiviert. Aha, Omi. Wo ist denn das Grab eines Verbündeten? War das hier nicht irgendwo? Das Grab von Taka? Wo war denn das? Darf doch nicht wahr sein. Ich finde es ernsthaft nicht mehr. Das geht doch nicht. Takas Grab, da ist es doch. Na also. Naja, markieren brauche ich es eigentlich nicht. Ich weiß ja jetzt, wo es ist. So. Wir können mit der Fürstin theoretisch ihre allerletzte Mission anfangen. So. Die wäre in der Richtung. Na dann. Wir haben ja noch Zeit in diesem Part. Ich würde sagen, das können. Obala. Oh, Kamera. Das können wir gerne noch machen. Huch. Wo ist denn die Fürstin? Ich markiere es lieber. Fürstin Masako. Oh, in die Richtung, was? Tatsache, da ist sie. Jill. Tut mir leid, dass ich störe. Tut ihr nicht. So. Na dann, bereit? Ihr habt gebetet. Zu meinen Vorfahren. Damit sie mir vergeben, was ich jetzt tun muss. Was sagen Sie? Ich kann sie nicht hören. Vielleicht schweigen eure Vorfahren, weil sie nicht tun können, was ihr tun müsst. Ich weiß, wo meine Schwester ist. Im alten Fort des Kikuchi-Clans. Ihr seid bereit? Ich habe keinen Weihrauch mehr übrig. Und auch keine Gebete. Also ja. Alles klar. Die betrogene Schwester. Das wird hart. Richtig hart. Zum Kikuchi-Anwesen geht es hier lang. Okay, ich folge dir. Wie habt ihr eure Schwester gefunden? Sie war mit einem Ikeda verheiratet, der für Kikuchi arbeitete. Die Clanfestung ist in der Nähe, am Fuß des Bergs. Sie wollte schon immer ein Haus, eigene Besitztümer. Und als Kikuchis Leute bei Komoda fielen, versuchte sie natürlich, Kikuchis Besitz an sich zu reißen. Nachdem sie an eurem Jahr gescheitert war. Ich habe mich umgehört. Offenbar ist ein neuer Clan eingezogen. Ihr Wappen ist das auf den Nachrichten. Dann ist sie es. Sie hat wohl eine Zuflucht für Flüchtlinge eingerichtet. Offenbar weiß sie, wie es ist, sein Zuhause zu verlieren. Meint ihr, das stimmt? Das werden wir herausfinden. Warum behauptet sie, ihr Zuhause verloren zu haben? Sie musste fort, als sie Ikeda heiratete. Ihr sagtet, Ikeda war ein Arbeiter. Ja. Aber ihr seid die Jüngere. Warum habt ihr einen Samurai geheiratet? Als wir klein waren, griffen Banditen unser Haus an. Hana versteckte sich mit den Eltern. Ich ergriff ein Schwert. Erst als ich die Banditen erledigt hatte, eilte ein Samurai-Trupp zu Hilfe. Adachi führte ihn an. Hana sah in ihm eine Aufstiegsmöglichkeit, aber er hatte nur Augen für mich. Dann war es Eifersucht, die Wurzel so manchen Verrats. Ich wollte ihren Herzschmerz lindern, also half ich bei der Planung ihrer Ehe mit Ikeda und sie ging nach Norden. Kanntet ihr den Mann, zu dem ihr eure Schwester schicktet? Ikeda war ein respektierter Witwer. Sein großes Herz wurde bewundert. Eine solche Maske fällt hinter geschlossenen Türen schnell. Worauf wollt ihr hinaus, Jin?
Ich möchte verstehen, warum sie euch nach all den Jahren noch so verzweifelt zerstören möchte. Ihr müsst nur eine Sache verstehen. Hana hat meine Familie ermordet und heute wird sie dafür büßen. Tja. Mal schauen. Egal, wie die Mission jetzt verlaufen mag, es wird nicht leicht für Fürstin Masako. Dessen bin ich mir sicher. Erst recht, weil es ihre eigene Schwester ist. Aber wir können ihrem Rachefeldzug ein Ende bereiten. Uff. So, wie weit ist das noch? Uns wird ja leider keine Entfernung angegeben. Es heißt einfach nur Folge Masako. Tja. Ah. Jedes Mal, wenn ich reite. Tut mir leid, Leute. Ich weiß, ich habe es schon oft genug erwähnt, aber nicht von der Hand zu weisen. Es fühlt sich komplett anders an, wenn wir zu Pferde unterwegs sind. Es wird niemals wieder das Gleiche sein in dem Spiel. Niemals wieder. Gab es je Vorzeichen Ihres Verrats? Wir standen uns nie nahe, aber wir waren stets herzlich zueinander. Ich traf sie bei Fürst Shimuras Konklaven. Wir tauschten Höflichkeiten aus. Ich ahnte nicht, welchen Hass sie im Herzen trug. Aber sie war in eurem Haus, am Tag des Angriffs. Sie kam am Morgen, um mit mir auf Kunde aus Komoda zu warten. Wir machten uns Sorgen um unsere Männer. Es war das erste Mal, dass ich mich ihr wirklich nahe fühlte. Sie lernte meine Enkel kennen, brachte Geschenke. Sie liebten sie. Jetzt weiß ich, sie suchte keinen Trost. Sie wollte uns sterben sehen. Die Frauen eurer Familie kämpften. Das habe ich selbst gesehen. Ich blieb bei den Frauen meiner Söhne, während Hana mit den Kindern zu den Ställen lief. Später fand ich, was ich für ihre Leiche hielt. Das Gesicht war entstellt, nicht mehr zu erkennen. Aber die Goldschärpe war Hanas. Ich beerdigte sie mit meiner Familie. Sie erfuhr sicher, dass sie überlebt hat. Täuschte deshalb ihren Tod vor. Ein schlauer Plan. Dass ich überlebte, war ihr schlimmster Fehler. So. Immer schön den Dialog langsam reiten zu Ende laufen lassen und dann Vollgas geben. Hallo, seltenes Holz. Eibenholz. Oh, und nochmal 3 weitere Einheiten als Bonus. Sehr schön. Ich werde natürlich weiterhin den Talisman ausgerüstet lassen, mit dem ich mehr Ressourcen bekomme. Auch wenn ich sie jetzt theoretisch, ganz großes theoretisch, für nichts mehr großartig benötige. Aber haben oder nicht haben, nicht wahr? Wer weiß, vielleicht werden sie später doch noch nützlich. Werden wir ja sehen. Der Sago-Wald, okay. Wir sind fast da. Mhm. Lass die Pferde hier. Wir gehen zu Fuß. Okay. Hier wird es also stattfinden. Das Finale von Fürstin Masakos Geschichte. Fort Kikuchi. Wachen am Tor. Bereit mal. Wenn das hier eine Zukunft ist, wissen wir nicht, was uns erwartet. Wo ist Fürstin Hahn? Fürstin Masako, töte sie! Nehmt sie nieder! Ja, sehr gerne. Schlitz! Helft mir beim Tor. Schnell, bevor noch mehr Wachen kommen. Hallihallo. Sie hilft also den Menschen. Hana hilft niemandem außer sich selbst. Tö! Wie schnell die jetzt weg waren. Hana, zeig dich! Tötet sie! Wo ist sie?
Ja. Nice. Verstärkung. Ihr dient einer Mörderin. Stellt euch hier, Feigling. Na, trau dich. Drängt Richtung nice. Dojo. Wie viele sind das? Egal, tötet sie alle. Eieieiei. Erstmal alles einsammeln hier. Ich komme. Nice. Es reicht mir. Tötet sie. Bringen wir es hinter uns. Okay. Oh. Wir sind noch nicht ganz beim Ende. Bam. Was zum Teufel? Wo ist Fürstin Hanna? Im Anwesen auf dem Hügel, mein Herr. Sag dem Feigling, ihre Schwester ist hier. Ob das so schlau war, Hanna von unserem Ankommen quasi berichten? Das, was sie mir angetan hat. Sie ist noch immer Familie. Meine Familie ist tot. Sie ist nichts als eine Mörderin. Oh je. Hoffentlich wird das jetzt nicht in Tragik enden. Zeig dich endlich! Kleine Schwester. Ich sollte glauben, ich hätte dich beerdigt. Wer war es wirklich? Eine Bauersfrau. Die Mongolen hatten sie getötet. Hast du um mich geweint? Du hast mir alles genommen. Töchter und Enkelkinder. Nicht annähernd genug. Die Mongolen brachten mich um Adachis Tod. Und du bist deinem entkommen. Doch endlich werde ich alles bekommen. Tötet sie. Uff. Okay. Anna, ich übernehme die. Danke. Hier bin ich. Also so viel zum Mitleid. Ich fürchte, um das Mitleid ist es jetzt endgültig geschehen. Ich bin voll auf die Finte reingefallen. Lol, wie er runtergefallen ist. Der kleine Idiot. Masako. Ne, sagt er, während er gerade gestorben ist oder schon längst tot ist. Ihr müsst das nicht tun. Ich habe schon längst dein Herz durchstoßen, Alter. Da hat einer die Memo nicht gekriegt, dass er gestorben ist. Was ist jetzt los? Hallo? 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 Wie jetzt? Da lang? Da oben oder was? Ah, doch dort. Oh Mann. So, scheiß auf die Türen. Meiner Kinder, meiner Enkelkinder, meiner gesamten Familie. Ein geringer Preis für das, was du getan hast. Ich habe nicht... Du nahmst dir alles. Vertriebst mich aus unserem Haus. Nahmst dir das Leben, das mir zustand. Ließest mich mit diesem brutalen Säufer in dieser Eishöhle zurück. Du müsstest auf ewig Schmerzen leiden, um zu verstehen, was ich durchgemacht habe. Was du mir aufgezwungen hast. Nichts davon ist meine Schuld. Oh doch. Und du wagst es abzustreiten. Du willst mich töten? Na dann tu es.
als deine einzige gute Tat. Ich kann dein Leid nicht beenden. Doch du schon. Jetzt hast du nichts mehr. Oh. Ich habe die Meinung nie betraut. Ich habe versucht, sie zu ehren, die Erinnerungen zu schätzen und zu wahren. Doch sie verschlingt sie. Noch immer. Ich habe nichts mehr. Nein. Ihr habt erreicht, was ihr erreichen wolltet. Ihr habt eure Familie geehrt. Für Recht gesorgt. Findet euren Frieden. Dieser Weg führt nicht zum Frieden. Wohin denn dann? Ich weiß es nicht. Ich muss ihm weiter folgen, bis ich es herausfinde. Ich will nicht, dass ihr geht. Ich muss. Aber ich werde da sein, wenn ihr mich braucht. Ja, das muss sie erstmal verarbeiten. Das ist verständlich. Ich bekomme eine Silbertrophäe, die rachgierige Kriegerin. Weiterer Technikpunkt verdient. Ja. Adachi-Halbmaske, getragen vom Samurai des Adachi-Clans. Talisman des verlorenen Verstands. Tarn-Talisman. Halluzinierende Gegner fügen anderen Gegnern 50% mehr Schaden zu. Oi. Das ist durchaus nett. Haben wir noch irgendeinen neuen Talisman bekommen? Oh Gott, wie viele Talismane wir überhaupt haben. Krass. Nein, bei der Kleidung. Da haben wir ja genau diese Adachi-Halbmaske jetzt. Seide bekommen wir noch. Alles klar. Mit ihren Schmerzen allein fürs Erste. Und hoffen, dass sie diese einigermaßen verarbeiten kann. Eieiei. Ach du liebe Zeit, komme ich da überhaupt hoch? Das Gefühl habe ich jetzt gerade nicht wirklich. Wenn ja, wie soll ich da hochkommen? Das würde ich gerne noch als Abschluss dieses Parts machen. Ach du liebe Zeit. Sehe ich dort? Nein. Ich dachte schon, ich hätte dort einen Baum gesehen, wo ich mich mit dem Eisenhaken einhaken kann. So viel dazu. Darf ja nicht wahr sein. Ich finde hier irgendwie jetzt gar keinen Weg. Oh, das hätte jetzt doch eigentlich klappen müssen. Na, keine Plattform leider. War ja abzusehen, aber dennoch. Ich wollte schon sagen, ui, das muss doch jetzt möglich sein. Ah, da sehe ich doch schon einen kleinen Kletterpfad, der mich an mein Ziel führen könnte. So, und sobald das abgehakt ist, beenden wir den Part für heute. Sobald dieser kleine Ort, huch, abgeschlossen ist. Hallo? Wollte schon sagen. Mach mir keine Schande, Jin. So. Ui. Das ist tatsächlich ein Schrein? Oh. Das könnte dann eventuell doch etwas länger dauern, diesen Schrein zu erklimmen. Wisst ihr was? Dann werde ich mir diesen Ort wahrscheinlich doch für den nächsten Part aufheben. Und
Kranichbergschrein. Okay. Und dann schauen wir uns den Kletterpfad erst im nächsten Pfad, im nächsten Part richtig an. So. Diese Tore führen zum Kranichbergschrein, Heiligtum von Ikazuchi no Kami, dem Kami des Gewitters. Oi. Da bin ich mal auf den Talisman-Effekt gespannt, den wir da am Ende kriegen werden. Also dann, Leute, dann würde ich an dieser Stelle für heute sagen, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben und einen Kommentar da, falls es euch gefallen haben sollte. Habt ihr das schon bei einigen meiner Videos getan? Ist es euch ja vielleicht schon ein Abo wert? Nichtsdestotrotz, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.